So, ich mache eine spontane Aufnahme. Leider funktioniert das mit der Webcam gerade nicht, weil ich das wirklich sehr spontan mache. Und zwar ist gerade jetzt um 6:30 Uhr mein fertiger Gentest reingekommen. Und die meisten, die mich sehen, also auch die eigenen Verwandten und so, die denken halt immer irgendwie Türkei oder Mongolei oder sowas, einfach nur weil ich dunkle Haare habe, obwohl ich von den Facial-Merkmalen, also Nase und so weiter, überhaupt nicht mal südländisch ist und so weiter. Und ich habe kurz in den Gentest reingeguckt. Wir schauen einmal rein. Und tatsächlich, wie ich mir es dachte, 75% Nord- und Westeuropäer, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, da wo ich auch herkomme. Niederlande, Südholland, Nordholland, Gelderland. Also ich habe auch, also meine Eltern leben jetzt auch in der Nähe von Geldern, was eine Stadt in Deutschland ist. Mir wurde aber immer gesagt, dass es Belgien ist, aber anscheinend stammt von meiner ja, mütterlicherseits die, also meine Oma, doch nicht aus Belgien, sondern vielleicht aus den Niederlanden. Und wobei hier steht auch Belgien dabei, direkt darunter dann. Genau, das macht halt Sinn. Und man sieht es auch hier im Bereich, der ist dann halt größer oder dunkler als jetzt der Bereich, der in Frankreich eingezeichnet ist. Also ist dann auch so die Reihenfolge, denke ich. Wobei jetzt hier auch noch Österreich und Schweiz mit zusammengefasst wird. Das sind 75% Deutschland, Niederlande und eigentlich Belgien, sage ich mal. Und das direkt das nächste ist Engländer, was ich richtig krass finde. Ich weiß nicht, woher das kommt, ganz ehrlich. Und was ich richtig geil finde und überraschend finde, und mich hat das immer dahin gezogen, deswegen sind wir auch letztes Jahr dahin gezogen nach Finnland. Das sind fast 8%, das finde ich richtig geil. Und daher kommt auch dieses Aussehen. Also die Finnen sehen tatsächlich so aus wie ich. Viele. Es gibt halt entweder blonde oder komplett schwarzhaarige. Und oh, das macht mich gerade so glücklich wie schon lange nicht mehr im Leben irgendwie, weil ich das halt richtig gespürt habe. Genau, und das sind halt Finno-Ugra. Und das sind, die kommen ursprünglich aus Sibirien oder Nordsibirien. Und da kommen auch die Turkvölker her. Und die Turkvölker, da gibt es ganz viele, das sind indigene Völker, sowie auch die direkten Vorfahren der Finnen. Und ich fühle mich auch sehr indigen. Und die Turkvölker sind dann natürlich auch irgendwann in die Türkei. Das sind halt also Nachkommen der Turkvölker, die auch ursprünglich aus Sibirien stammen. Aber die in Finnland, die sind halt nach Finnland gereist, genau. Weiß jetzt nicht, wann das war. Und dann haben wir 1,5% tatsächlich Ire, Schotte, Waliser. Jetzt bin ich ja in Irland. Aber finde ich richtig, aber Engländer kann ich gerade überhaupt nicht einordnen. 1,3% aschkenasischer Jude, finde ich auch interessant. Das sieht man in dem gelben Bereich, wo auch Polen und so weiter ist und Hungary. Also väterlicherseits stammen meine Vorfahren halt alle samt aus Polen. Aber es ist sehr interessant, dass ich die Genetik anscheinend nicht habe. Sondern tatsächlich 75% einfach Deutsch, Niederlande, Belgien und vielleicht Frankreich sogar noch. Ab Frankreich und England weiß ich gar nicht, wo das herkommen kann. So, was kann man denn hier jetzt noch machen? Ich weiß gar nicht. Ach so, man kann hier gucken. Die Aschkenasim sind eine europäische jüdische Diaspora, die ihre Herkunft nach Deutschland und Frankreich sucht und sonst auswärts nach Polen und slawischen Ländern zurückverfolgen. Genetisch sehr homogen.
ganzen Welt verbreitet. Okay. Finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. So, was steht denn auf Engländer? Es steht ja nur über die Ethnie. Auch wenn es nicht. Ja, mich würde natürlich interessieren, wie das jetzt alles zusammenhängt. Und dass das alles so krass zusammengefasst wird, ist halt auch, finde ich, krass. Da hat man halt hier Matches, Werkzeuge. Ja, hat jetzt irgendwie 33 € gekostet, dieser Test. Finde ich jetzt nicht so spannend. Ich glaube, ich mache mal noch einen anderen Test irgendwann. Weil ich glaube nicht, dass da alles mit drin ist, was wirklich jetzt irgendwie da drin ist. Das ist irgendwie komisch, besonders weil die meisten Vorfahren aus Polen kommen, väterlicherseits. Aber Finnland halt finde ich richtig krass. Aber auch England, 14%. Okay, das soll es mal gewesen sein.